Hallo und zurück zu Might and Magic 10. Da oben steht jemand. Ja, und es macht wirklich jetzt hier, das ist, ne, wenn ich so meinen Goldvorrat anschaue, dann schöpfe ich Hoffnung, dass wir doch das ganze Ding eventuell auf hart überleben. Eventuell. Na, noch bin ich mir da keineswegs sicher. Kommen wir da ran an die, an das Fass? Nee. Dort unten ist, da gehen wir erstmal rein. Oh, ein, das hört sich pluck, 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 pluck nach einem Alchemistengeschäft an. Vielleicht hat ja der Zaubertränke. Wäre schön. Yahima grüßt euch. Yahima hat Amulette und Tränke und auch Milchzahnbücher. Wir könnten bei dir handeln, Zauber lernen. Oh, und mal. Ach, wir haben da oben vergessen was. Ich muss nochmal rauf. Entschuldigt. Wir kommen gleich wieder. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab's mir echt nicht gemerkt. Sonst würde ich es jetzt einfach ranschreiben, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Leider. Nee, halt. Das war's nicht. Entschuldigung. Aber was war's? Wartet mal kurz. Mocho-Haus. Heilusche. Was dort? Oder... Nee, ne? War hier irgendwas? Ich hatte irgendwas, wollte ich noch und hab's vergessen. Glaub ich. Ja, Ausbildung Meister der Erdmagie. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, muss sein. Ansonsten kommen wir hier durcheinander. Das finden wir nie wieder. Den Meister der Erdmagie. Ich sag's euch. Den finden wir wirklich nie, nie wieder. Gut. Natürlich müsste ich mir noch eine noch das aufschreiben, ne, wo dieser Meister in Erdmagie ist. Also, das müsste ich machen. Eigentlich. Wäre sinnvoll. Achso, halt. Eins zu weit. Im Sprechen. Eins zu weit gelaufen. So, jetzt aber. Hier. Mocho. So, gibt's irgendwie Klatsch hier? Seele ist Meerelfe, anständige Elfenart, bietet zu Drachen von Land und Meer. Seele auch Captain, hat eigenes Schiff, Mannschaft aus Elfen und Naga. Ach, sie, bist da sie, Entschuldigung, hätte ich mal anständig hingeschaut, hätte ich sofort erkannt, ne? Du verhüllst ja hier. Sie beugt sich vor und flüstert in hämisch verschwörerischen Tonfall. Yahima auch sicher, dass Siele Krakax Frau, Siele immer an Krax Seite, Siele immer um Krax Gesundheit besorgt. Sorgt viel aus, ja? Der deine sehr männliche Stimme ist, passiert manchmal. Das ist so. Manche haben auch eine männliche Stimme. So, Meister der Arkanen Disziplin, den haben wir aber noch nicht. Zauber lernen, ja, können wir mal schauen. Nee, Steinhaut könnte der jetzt. Aber den Giftsprühe. Nee. Aber Steinhaut? Vielleicht. Vielleicht. Ich bin trotzdem noch im... Aber das kaufe ich auf alle Fälle. Egal, ne? Also, nee. Ja, die andere Dunkelheit ist irgendwie so blöd, finde ich. Ist so wie Nachtsichtgerät. Ach komm, jetzt geben wir mal was aus. Auch wenn es Unsinn ist. Ja, gleich hat man ein bisschen Gold, ne? Dann gebe ich solchen Mist aus. So, Randariel, Stärke der Erde. Ja, das wäre das, genau. Und Markus? Bewusstsein, weckt Schlafendes. Hm, vielleicht ganz gut, ne? Wenn jemand schläft. So, dann zurück und dann handeln wir. Ich hoffe jetzt inständig, dass der anständige Heiltränke hat. Ah, der hat nur die großen. Ah, die ganz großen brauche ich jetzt nicht. Was habt denn hier eigentlich noch?
Kuriert Verwirrung? Nee, das braucht doch kein Mensch, ne? Das ist also ein bisschen Quatsch. So, kuriert flüsternde Schatten. Die ganzen Schriftrollen könnte ich mir gar nicht leisten, ne? Ich meine, wie soll ich mir denn die leisten können? Ne? Jetzt hätten wir hier aber einen Speer, der ohnegleichen ist. Experte der Fähigkeit. Achso, nee. Experte wirst du nie bekommen, oder? Hey, Experte-Tipp. Warte mal, du bist doch. Ja, genau. Ach nee, du kannst alles, ne? 33 bis 83. Das hat der auch. Warum ist der so viel. Ach, 18.000! Eieiei. Ja. Ja, aber der hat kaum was drauf. Na, wenn man mal den dagegen hier sieht. Boah, das ist natürlich ein Speer, ne? 24 Wasserschaden. Vergifte das Ziel, mindert den Ausweichwert und fügt am Ende jeder Runde 12 Schaden eher dazu. Ei, das ist toll, oder? Aber 18.000... Das ist ja unser ganzes Gold dahin. Nein, wir brauchen es ja. Oder? Oh Mann, das ist eine schwere Entscheidung, finde ich. Wahrscheinlich finden wir den dann, ne? Schätze ich. Wahrscheinlich finden wir den dann. Irgendwo noch. Einen besseren. Und ich ärgere mich. Oh, das wäre aber so schön. Flammenspeer des Giftes. Oh Mann, ich... Es tut mir leid. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Oh ne, ich möchte ihn jetzt. Warte mal, wir verkaufen mal. Schauen wir, was wir dann so haben. Ja. Was ist das hier? Ha. Naja. Ha. 28.000. Dann hätten wir noch 10.000. Oh Mann. Oh Mann. Ich nehme den jetzt. Mir egal. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ah, der ist einfach zu schön. Tut mir leid. So, den lassen wir mal da noch und kaufen den erst. Ah ja, aber schaut mal hin. 69. Den, falls der kaputt geht, ne? Zack. So, wir haben es gemacht. Tut mir leid. Ist so. Ist so, so. Meister der arkanen Disziplin. Schreibt's auf. Huch, wo bin ich denn noch da? Meister der arkanen Disziplin. Ich habe mir wirklich hier ein Büchchen an ein kleines Heft anlegen sollen, damit ich das alles aufschreibe. So, und jetzt mache ich auch noch F5 und damit ist der Handel beschlossen. Für immer und ewig. Ach ja. Da draußen ist ein Wrack. Sieht wirklich nett aus, ne? Ja, hier geht's jetzt runter. Na gut, dann wir mal runter. Great! I needed to help something! So, schauen wir mal, was unser Speer so bringt. Gar nix. Gar nix! Traum, oder? I feel stronger. Der kann ganz schön zuhören. Ah, was ist denn nur los? Jetzt habe ich gedacht, ich kann mal mit meinem Speer hier ein bisschen protzen. Sieht nicht so aus, ne?
Ja, ich hab echt gedacht, ist noch besser. Ich kann nochmal zuschlagen. Oh Gott. Oh Gott. Wie kann man denn die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen? Müssen wir nochmal schauen, ne? Wie kann man die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen? Mit Wahrnehmung, ne? Steigere den... Und alle Angriffswerte stellen wir für... Und alle Angriffe... Wir müssen mehr Wahrnehmung ein bisschen nach oben, glaube ich. Ich glaube, wir müssen trotzdem ein kleines bisschen warnen. Steigert den Fernkampfschaden und alle Angriffswerte. Und alle Angriffswerte. Die Wahrnehmung ist gar nicht so schlecht. Wir werden dann mal bei der nächsten Steigerung ein bisschen Wahrnehmung, ne? Ja, Moment mal. Sollten wir jetzt hier hingehen? Wir gehen das nochmal rauf, ne? So. Aha. Ne, dann gehen wir erstmal hier rauf. Ach, okay. Dann sind wir hier, ne? Dann haben wir nichts gekonnt. Okay. Dann haben wir nicht viel gekonnt, aber wir können noch hier runter. Ja, hier runter und dann rauf. So, was haben wir hier? Da steht jemand. An einer Ballista, denke ich mal. Das ist eine Ballista. Ist das wieder das Zeichen der dunklen Bruderschaft? Oh, jetzt sind wir in der Festung. Ach, das ist Jele. Und Krakak wahrscheinlich, ne? Willkommen in der Klippe, Schatzjäger. Ich bin Jele, Captain der Chalina und Mitglied des Piratenrates. Aha. Und so um die Meerelfen. Alles klar mit denen? Meerelfen gehörten früher zum untergegangenen Reich der Shantiri. Von Kaufleuten und Fischern haben wir uns zu Reisenden der Meere entwickelt. Unsere Mannschaften, Clans, wenn ihr so wollt, fahren auf großen Handelsschiffen mit der Strömung und beten zu den Drachen der Erde und des Wassers natürlich. Ich habe bei meinem Stamm gelebt, bis ein Sturm das Hausschiff meines Clans bei der Überquerung des Jademeeres zerstört hat. Piraten der Naga haben mich gefunden und gerettet. Ich war der einzig Überlebende. Diese Piraten sind seitdem meine neue Mannschaft, meine neue Familie. Siehst du dich als Mann, nicht die einzig Überlebende? Du könntest... Ach, wir haben wieder vergessen, was... Ah, ich Dummkopf. Wir haben wieder vergessen, was hinzuschreiben. Oder haben wir es nicht vergessen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben wieder was vergessen. So, weiß Meister der Wassermagie. Nicht vergessen dann, wenn wir rausgehen. Was haben wir... Was war mein Auftrag? Fluch? Es hat keinen Sinn mehr, es tot zu schweigen. Krakak, der, naja, Piratenkönig, er ist krank. Er kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen die Krankheit an, aber mit jedem Tag schreitet die Infektion weiter voran. Wir haben es mit Magie versucht, mit Alchemie und Gebeten. Nichts hat geholfen. So eine Krankheit ist uns bisher noch nicht untergekommen. Tja, könnten wir da was tun? We're here to help. Wir glauben jetzt, dass diese Krankheit der Fluch eines Dunkelzauberers ist, über den Krak sich einst lustig gemacht hat. Eine grausame Rache für eine kleine Stichelei. Unsere letzte Hoffnung besteht darin, dass die Dunkelmagie auch wieder aufheben kann, was sie angerichtet hat. Ich habe gehört, dass ein bekannter Medikus, der auch Mitglied des nekromantischen Ordens ist, gerade in Kartall weilte, als sich die Stadttore geschlossen haben. Er heißt Kaspar. Findet ihn und bringt ihn hierher. Okay. Wir haben auch einen Dunkelmagier dabei. Vielleicht kann der ja irgendwas. So, Meister der Wassermagie ist Quatsch wahrscheinlich. Ne? Oh, doch, Markus kann. Ach ja, stimmt. Sehr schön. Na, Markus dann. Oh Gott. Ja, es tut mir leid. Wir haben alles ausgegeben. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich alles steigern und machen. Und oh Gott, wir haben alles für den Speer ausgegeben. Das war völliger Nonsens. Ist es Krakak? Oi, oi. Ich hoffe für euch, es ist wichtig. Mhm. Gibt's irgendwas? Dieser schädelgesichtige Schweinehund.
Er ist zu mir gekommen, hat mir Informationen über die Reiseroute einer Schatzgaliere des Imperiums angeboten. Gold, Edelsteine könnte ich behalten, sollte ihm aber einen ganz bestimmten Gegenstand aushändigen, einen alten Chantiri-Thron, den die Imperialen in der Nähe von Hammerfall ausgegraben hätten. Schädelgesicht nannte ihn den Thron der Erneuerung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Ich bin Pirat. Schon vergessen? Und als er und seine Diener kamen, um den Thron abzuholen, habe ich im Scherz gesagt, ganz egal, wie toll so ein Thron auch wäre, er würde trotzdem einen Arsch brauchen, um darauf zu sitzen. Ah, weil er ja ein Skelett ist. Ihr versteht, richtig? Es kann nicht leicht sein, sich zu setzen, wenn man nur aus Knochen besteht. Zugegeben, nicht mein bester Witz, das weiß ich selbst. Jedenfalls hat mir dieser verdammte Zauberer so einen Blick zugeworfen, als wäre ich der Abschaum vom Abschaum, und ist ohne ein Wort gegangen. Nicht lange danach haben die Schmerzen angefangen. Ich hätte wissen müssen, dass er mich irgendwie hintergeht, wenn ich mich nur noch an seinen Namen erinnern könnte. Okay. Was hat's mit Craig und John auf sich? Ja, ich bin Johns alter Herr, ne? Überrascht? Das gilt auch für mich. Ich habe es erst vor ein paar Jahren herausgefunden. Offenbar ist ein Mädchen, das ich in meiner Jugend geliebt habe, schwanger geworden. Naja, das kennt man ja. Na, das kennen wir nicht. John und ich sind zuerst nicht gut miteinander ausgekommen. Mit der Zeit ist es aber besser geworden. Aber wir leben immer noch in zwei völlig verschiedenen Welten. Und John zieht es vor, nicht herumzubosaunen, dass er der Sohn eines berüchtigten Piraten ist. Das kann ich ihm nicht verübeln. Ich wünschte nur, ich könnte meine Enkeltochter öfter sehen. Das ist alles. Stimmt, wir sollen Grüße ausrichten. Ja, wer seid ihr denn? Fragen wir jetzt mal. So, zum Schluss. You're joking, right? I'm Craig Hack. Was ist das überhaupt für ein alberner Name? Ja, kommt. Ich kann nicht widerstehen. Er grinst. Tja, mein Geburtsname ist das nicht, das seht ihr schon richtig. Craig Hack ist ein Titel, den ein Orkstamm auf den Pau-Inseln jedem verleiht. Oder jemandem verleiht, den sie für die Reinkarnation eines legendären Kriegers halten. Sie haben ihn mir verliehen. Das sollte euch zu denken geben. Ach, und noch etwas. Ich bin außerdem der Piratenkönig im grausamen Meer und könnte euch vermutlich töten, wenn ihr noch einmal sagt, dass das ein alberner Name ist. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr habt Glück, dass ich Leute mag, die sagen, was sie denken. Ja, wir hätten was Waffenstillstand und Piraten, das kommen von deinem Sohnemann. My skill is improving! Business it is then. He's lucky Ciela had the patience to teach me how to read. John Morgan, Baron Consort of Bayworth and Imperial Governor. Moving up in the world, eh? To Craig Hack, Pirate King of the Savage Sea, bla bla bla. Schön, dass du den Brief so viel Bedeutung beimisst. Er fängt an zu murmeln. John Morgan, Barongemahl von Wertheim und imperialer Statthalter der Argyn-Halbinsel. Sein Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen. Man hat es wohl zu was gebracht in der Welt, Angrak Hack, Piratenkönig des grausamen Meeres. Bla 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 bla. Bla bla. John will also einen Waffenstillstand. Na schön. Ich bitte meine Kollegen, mit den Plünderungen an seiner Küste aufzuhören. Vielleicht erlaubt er es mir dann, meine Enkeltochter zu besuchen. Schön! Das ist doch mein Wort. So, wir müssen dich jetzt erstmal heilen, ne? Deswegen müssen wir zurück nach Kartal irgendwie. Aber wir müssten auch noch in der trostlosen Wildnis irgendwas suchen. Und überhaupt haben wir 1000 Aufträge, die wir nicht erfüllen können. Und vor allen Dingen haben wir einen Stufenaufstieg. Bei Grimring. Ja, jetzt würde ich doch mal die Macht ein bisschen noch steigern hier. Achso, halt, wir wollten Wahrnehmung steigern, ne? Einmal die Macht und den Rest in Wahrnehmung.
weiß nicht, ob es richtig ist. Aber ich mache es jetzt einfach so. Mein Freund. Wo steigern wir dich denn jetzt ein bisschen? Wir haben ja nur noch die Erdmagie, ne? Im Angebot. Oder natürlich, wir geben dir... Wir könnten dir natürlich auch... den vollen Armbrustbogen hier... Wäre natürlich auch eine Idee, ne? So von ferne gut zu schießen. Jo, das machen wir. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht das Schlechteste ist. Oder? Nee. Tut mir leid. Bin noch ein bisschen im Zwiespalt. Ja, schön, schön ist nicht, dass wir den dem Speer nicht in den Großmeister. Oder doch lieber Erdmagie. Vielleicht noch ein bisschen Lichtmagie. Oder in Mystik. Weil maximales Mana steigert sich. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Komm, wir machen noch Mystik erstmal. Und steigert sich zumindest das Mana ein bisschen. Ne? Das brauchen wir ja auch hier. Machen wir Mystik. Genau. Dann könnten wir eigentlich bei dem auch mal Mystik noch machen. Wenn er denn mal wieder Fertigkeitenpunkte. Wo ist denn dieser Mystik? Die könnten wir hochsteigern noch, ne? Wenn wir die Dunkelmagie hier haben. Wäre so eine Idee noch. So. Speichern. Und weiter geht's. Wollen wir mal schauen. Pulsierend rot. So, das Feuer, ne? Magie. Yes! Aber da hast du eigentlich schon genug. Wer bist denn du? Alles klar? Das stehst du den ganzen Tag hier drin? Naja, ich sag nix. Ich sag mal nix. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt können wir doch runter, oder? Beim Mojo-Haus, oder? Wir gehen hier... wir gehen erstmal hier runter. Am Mojo-Haus vorbei, der uns diesen überteuerten Speer angedreht hat. Und wir sind drauf reingefallen, ne? Halt, hier geht's nach oben. Okay. Wieder mal. Hier ist nichts, außer wieder eine schöne Aussicht. Und hier waren wir schon. Ja, wenn wir hier schon waren, dann können wir ja mal hier rein. Halt, da ist jemand. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Möge Vater Himmel über euch wachen. Wie kann Juisa helfen? Orkische Nation? Orks leben in drei Nationen, in den Steppen von Ranar, in der Wüste Sahara und auf den Pau-Inseln. Auf grausamen Inseln wohnen auch Orkstämme, aber nicht genug für Nationen. Juisa kommt von Insel Halasso, und ein kleiner Orkstamm Schildkröten. Krakak hat uns vor Jahren gefunden auf der Jagd nach Dornavögel. Schildkrötenstamm Stolz, das an Krakaks Seite gekämpft. Okay. Nehmen wir mal so hin. Da unten ist was zum Reparieren. Da können wir jetzt nichts kaufen und sonst was, denn wir haben nichts mehr. Wir könnten was reparieren, aber wir haben nichts zum Reparieren. Ach, wir haben da oben wieder vergessen. Ah! Pass auf, das mache ich. Das mache ich jetzt mal ohne euch. Ne? Schreibe ich alles rein und dann geht's weiter. Ja, wir haben schon wieder vergessen hier die Aussicht. Das ist ja ein Mist hier. Da ich das immer vergesse. Ich bin immer in Gedanken und red und bla bla und dann. Hi, Avery. Kapitän Huck ist vor beinahe einer Dekade Piratenkönig geworden. Und zwar im Zuge der Kämpfe gegen die wahnsinnige Priesterin Himiko und ihren Kult des Abwrackers. Ja, den haben wir kennengelernt. Doch er war schon vorher eine Legende. Ich kann mich erinnern, schon Geschichten über ihn gehört zu haben, als ich noch ein kleiner Junge war. Okay.
Ausweichen. Moment mal, da haben wir doch jemanden im Ausweichen. Sehr schön. Sehr schön. Und was handelst du eigentlich? Nur mal so als Gag. Wie gesagt, ich kann ja nichts handeln. Dolcher, nö, nö. Nö, nö, nö. Oh, das ist schon schön. Das ist schon schön, ne? 5000 kostet die. Die ist toll, finde ich. Wir können es uns nicht leisten. Oh Mann. Mist. Naja. Was soll ich sagen? Achso, da ist ja noch jemand. Hi, Bones. Na, was wollt ihr? Ich bin kein Pirat. Ich bin kein Kaufmann. Moment mal. Wie, wo, was? Fallen? Ja, ich hasse Fallen. Stellt euch vor, ihr findet eine schöne, vielversprechende Truhe in einem geheimen Zimmer in irgendeiner Festung des Imperiums, die ihr geplündert habt. Ihr wollt sie öffnen und... Ha, zack! Eine versteckte Falle. Sie schnappt zu, scharfe, eklige Klingen schießen heraus, hacken euch die gierige Hand ab. Ihr hebt die linke Hand ist verschwunden und einem Haken gewichen. Aha! Was ich euch sagen will, nie wieder. Ich bin mittlerweile ziemlich gut im Entschärfen von Fallen, obwohl eigentlich stimmt das nicht so. Mittlerweile bin ich der Beste. Okay, jetzt könnten wir dich als Fallenentschärfer anwenden. Also was haben wir? Fallenentschärfer und Meister des Ausweichens. Fallenentschärfer und Meister des Ausweichens. Meister des Ausweichens und Fallenentschärfer. Ja, den könnten wir auch brauchen. Wir könnten alles brauchen. So, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Weiter geht's. Ich habe alles eingezeichnet, was noch einzuzeichnen war. Hoffe ich doch zumindest. Noch so ein Meister der Wassermagie, ne? Ja, so, jetzt haben wir das alles hier erkundet. Dann gehen wir mal hier entlang und kommen wahrscheinlich hier rauf, schätzungsweise. Na? Gehen wir erstmal hier rauf. Aha. Aha. Hier irgendwas? Nope. Hier irgendwas? Nope. Aber hier hinten. Da ist was. Und da ist ein Brunnen. Eieieiei. Oh Gott. Experte mit dem Speer, Bogen, Meister. Oh Gott, das merke ich mir doch nie. Tausender Experten, oder? Experte? Was ist das nochmal? Merke ich mal, oder? Speer? Magische Foki? Ausdauer? Und Meister der Luftmagie? Oh Gott. Das soll man sich merken hier. Dann... Experte mit Bogen, ne? Streitkolben. Dolch. Und was bist du noch? Meister der Axt. Und Experte mit Schild. Und zwei Waffen. Hi. Merken wir uns das alles? Nicht anzunehmen, ne? Also nochmal. Experte. Hoch. Mit. So, was hat man alles? Speer, ne? Magische Foki. Ausdauer. Bogen. Streitkolben. Schild. Ich glaube Dolch.
Zwei Waffen. Und Meister... was war's? Der Axt. Und der Luft. Heieiei. Jetzt haben sie es uns aber gegeben. So, haben wir hier eigentlich irgendwas davon? Jetzt weiß ich es gar nicht. Schauen wir kurz überall rein. Ich glaube aber gar nicht. Ich glaube, wir haben gar niemanden mehr hier. Experte mit Buchen? Nee, Quatsch. Experte Streitkolben, das ist recht nicht. Axt haben wir nicht. Ja, Schild geht nicht. Na, das ist ja super gelaufen. Da hinten ist ein Brunnen. Wir benutzen ihn mal. Weil er gerade rumsteht. Oder ist hier noch irgendwas? Da hinten steht jemand sinnfrei rum. Ja, da geht es aber auch noch richtig weiter, ne? Hallo! Ein ziemlich eindrucksvoller Ork ist an Deck und offenbar damit beschäftigt, seiner Mannschaft ein neues, sehr anschauliches Lied über einen glücklichen Ork und dessen junge Braut beizubringen. Was wollt ihr? Blagant beschäftigt. Es geht um den Namen dieses Schiffes. Bullergang versteht nicht, warum sich Drax, Ziele und die anderen Kapitäne mit komplizierten Namen abgeben. Schiff gehört Ullagan, heißt also Ullagan-Schiff. Seht ihr? Ganz einfach. Stimmt. Warum nicht? Warum nicht? Ich finde, das ist ein toller Name. Auch sehr, ja, ich sag's mal sehr innovativ. Ich sag's mal, wie es ist. Da ist zumindest schon mal eine Taverne. Jo. In Tavernen sollte man immer mal reinschauen. Hallo. Könnten wir Proviant eigentlich kaufen? Ne, wir klatschen erstmal. Na, nennt euer Gift. Was, wie? Ich habe beinahe 2 Jahrzehnte lang unter Captain Huck gedient. Es ist schwer, ihn sich als alten Mann vorzustellen. Im Kopf und im Herzen ist er jünger als alle anderen von uns. Aber sein Körper hat schon viele Winter erlebt, über 60 würde ich meinen. Und das ist für uns einer eine Menge. Das Piratenleben ist nicht gerade eines der behütetsten. Ich spüre es in den Knochen, dass der Mann, der Tag nicht mehr fern ist, wenn Asher unseren Krakak zu sich ruft und die Welt noch eine Legende verliert. Versteht mich nicht falsch, ich hoffe das Beste, bereite mich aber auf das Schlimmste vor. Das verstehe ich. So. Ich habe gedacht, er hat vielleicht noch mehr als die anderen, aber hat er nicht. Ist ja blöd. Ahoi! Was? Zwergenpiraten gibt's hier. Grimmering, was sagst du dazu? Zwergische Piraten sind tatsächlich selten. So viel ich weiß, bin ich, ich denke, sogar der Einzige. Normalerweise mögen nämlich Zwerge kein Wasser. Warum ich das Meer so liebe, ist mir selbst ein Rätsel, aber so ist es eben. Nachdem ich meinen Clan wegen meiner ketzerischen Träume von dampfbetriebenen Vorrichtungen ins Exil geschickt hat, musste ich mich der Piraterie zuwenden, um meine Forschungen zu finanzieren. Aber ich bereue tatsächlich nichts. Aha. Das feurige Herz, es ist mein Schiff, eine echte Schönheit. Naja, sie war es mal. Sie wird, ihr werdet es nicht glauben, mit Dampf betrieben. Aha. Die ältesten Baumeister in Grimheim haben gesagt, es wäre nicht möglich und der Ehe zwischen Feuer und Wasser könnte nichts Gutes entspringen. Ich habe ihnen das Gegenteil bewiesen, wenn doch nur der Kessel nicht explodieren würde. Nicht immer explodieren würde. Ein Bastler könnten wir uns hier anwerben. Ich sag's nicht gerne, aber ich bin vollkommen abgebrannt, seit mir mein Schatz gestohlen wurde. Und ich brauche Geld, um das Material zu kaufen, mit dem ich mein Schiff wieder flott machen kann. Heuert mich an! Als Camper tauge ich nicht viel, aber ich kann so gut wie alles reparieren, was im Abenteuergeschäft ganz praktisch ist. Ich verlange nur 150 im Voraus und nein, ja, das ist auch sehr nützlich, wenn du unsere Waffen reparierst. Denn so ohne Waffe dort zu stehen, ist natürlich blöd, ne? Aber mein Proviantmeister, der
Boah, ich bin zurzeit ein bisschen in Goldsorgen. Mal wieder. Wir waren es kurzzeitig nicht mehr. Aber mal wieder. Leider. So. So. Wohin jetzt des Wegs? Hier runter könnten wir. Aber wir sprechen mal die sind eigentlich, ne? So, dies ist Shalinak, Captain Cielas Schiff. Nur Besatzungsmitglieder dürfen an Bord gehen. Mhm, Shalinar? Die Shalinar ist ein Piratenschiff mit einer weiblichen Mannschaft von Elfen, Naga und sogar ein paar Menschen. Aber Captain Ciele hat uns die Tradition der Meerelfen gelehrt. Unabhängig von Rasse und Herkunft betrachten wir uns alle als Schwestern und Cieles Flagge als unser Familienwappen. Und jeder von uns würde sofort sein Leben oder ihr Leben für Captain Ciele geben. Großmeister der Wassermagie. Oh, don't we have better things to do? Ihr wollt Shalasas Wege lernen? Dann tut dies. Lauft 100 Schritte über ihr heiliges Wasser. Dann bilde ich euch aus. Ja. Das ist ja schön und gut, aber wir haben diesen Shalasas Segen nicht. Dummerweise. In was bildest du eigentlich nochmal aus? Großmeister der Wassermagie, ne? Großmeister der Wassermagie mit Auftrag Shalasas Siegen. Also nehme ich mal an. Nehme ich mal an. Sagt mal. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Entschuldigt bitte. Ich muss mal kurz noch was schauen. Da war nämlich noch jemand. Der Ork schnarcht laut. Sieht so aus, als hätte er einen Grog zu viel genommen. Komm, wir versuchen, ihn zu wecken. Als ihr euch dem Ork nähert, ruft euch der Wirt zu. Ihr solltet nicht so dumm sein, einen Ork zu wecken, wenn er schläft. Das bringt nämlich Pech. Das hängt damit zusammen, dass er wahrscheinlich so sauer darüber ist, dass er einen Anfall einer mörderischen Blutrage bekommt. Euch die Arme ausreißt, euch den Schädel einschlägt und noch dazu überall rumverschüttet. Nur eine freundliche Warnung, mehr nicht. Na, dann ziehen wir mal unsere Hand zurück. Na gut, dann eben nicht. Obwohl, wir hätten es nochmal versuchen sollen. Was ist mit dir? Ja, jetzt ging's hier rauf, ne? Ja, bevor wir hier raufgehen, schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Sprechen noch mit Amero. Schatzjäger dürfen nur an Bord der Vergeltung kommen, wenn Captain Hack das sagt. Versteh ich wirklich. Ohne Schallisches Siegen. Schallisches. Wo bekommen wir denn den her? Sollten wir nochmal in diese Schmiede der Elemente und dort mal mit... Haben wir vielleicht schon was, was uns dort weiterbringt? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich könnte es beim nächsten Mal versuchen, wenn ich wieder hier Magietränke besorge. Sorbigol. Da könnten wir es nochmal probieren, ne? So. Aha. Sehr schön. Auch wenn es nur Kleingeld ist, nehme ich es doch gerne. Wer bist denn du, Davy? Ahoi, ahoi. Jo. Wetterverzauberer. Wetterzauberer sind aus Luft und Wassermagie spezialisiert. Oft heuern sie auf einem Schiff an und setzen ihre Kräfte ein, um eine schnelle Fahrt zu gewährleisten. Tatsächlich kenne ich so einen Zauberer sogar. Er heißt Kirk, ein guter Mann. Er träumt davon, irgendwann einmal Captain eines eigenen Schiffes zu sein.
Kirk. Mussten wir noch nicht hier noch jemanden treffen? Das waren doch drei Gestalten, die ich treffen musste. So, ja, wir müssen jetzt trotzdem, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind weit über die Zeit. Und ich sage erstmal ciao, ciao.